Hey und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ion. Und ich habe was kleines bisschen zu sagen. Und zwar einmal, ich weiß nicht, ob das gerade am Bildschirm liegt, aber die Farbe von Ion ist gerade für mich ein bisschen anders. Ich habe einen neuen Bildschirm. Ich muss mich einmal an die andere Spielposition jetzt gewöhnen, weil ich jetzt. Also ich habe zwei Bildschirme auch eben davor gehabt, bevor ich den jetzt angesetzt habe. Problem war, bei dem anderen hatte ich auf den linken Bildschirm gespielt, jetzt spiele ich gerade auf den rechten. Ich bin beim Überlegen, ob ich das umstelle, weil das schon eine Umgewöhnung ist, wo man hinschaut. Ich tendiere jetzt irgendwie gerade dazu, die ganze Zeit auf den linken Bildschirm zu schauen und nicht auf den rechten, wo das Spiel ist. Und ich sitze auch ein bisschen anders. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen holpriger spiele. Das kann ich mir schon vorstellen. Und was ist es? Ich muss anscheinend die Farben noch richtig einstellen. Die sind mir gerade nicht satt genug. Und ich bin mir zwar sicher, dass es nicht in die Aufnahmen mit übergeht, wie die Farben sind, aber falls doch, dann wisst ihr jetzt, es liegt daran, ich habe mal einen Bildschirm, beim nächsten Mal wird es dann, oh, ich versuche es zumindest, dass es dann so ist, wie es zuvor war. Oder ich versuche das, ja, ich werde mich daran, ich werde das schon machen. Keine Sorge. Also, wenn mir etwas wichtig ist, dann ist das, wie das Spiel für mich aussieht, denn das muss durchaus hochwertig sein. Habe ich auf diesen Server. Ich bin gerade gesilenced, sorry. Auch die anderen Einstellungen. Erstmal, was ich jetzt seit langem nicht mehr drin habe, was wir dringend wieder reintun müssen, ist Musik an. Bestätigen. Tut mir leid, aber das hat mir echt gefehlt und ja, hier ist alles auf richtig, na denn. Nee, das hat sich übernommen. Dahin sollte das, glaube ich, hier. Ich weiß, dass kurz das Video hängt, das ist aber richtig so, keine Sorge. So. Ja, das ist schon besser mit Musik. Muss ja eben die Musik hochdrehen bei mir auf dem. Ja, so kann ich besser spielen. Also, das ist mir wirklich nebenbei aufgefallen in den anderen ganzen Folgen, die ich aufgenommen habe, dass ich da ständig vergessen habe, die Musik anzumachen. Und ich weiß nicht, mich hat das total gestört. Also, so für wenn ich wirklich zocke, ist es angenehm, aber sonst. Beim Zocken, ich brauch's einfach. Und ja. Ich wurde darauf angeschrieben, ich habe gerade Zeit, deswegen warte ich gerade, dass mein Inventar so ein ganz kleines bisschen schwachsinnig ist. Und ich weiß das. Wir haben. Das hier ist eine verschwendete Reihe, wirklich komplett verschwendet. Das hier ist großteils auch verschwendet. Die AP-Items könnte ich eintauschen gehen. Hiervon könnte ich Sachen natürlich aufbrauchen. Wieso habe ich so viele verschiedene WTF? Das ist ja schlimm. Problem ist nur. Oh, ich habe ja schon wieder ein Stack Stigma-Sterben, ey. Blödes Heillager. Problem ist nur, irgendwie denke ich nie daran und Inventar sortieren ist immer ein bisschen langweilig und mein Lager ist voll. Das heißt, ich kann nicht einfach dahergehen und das Lager jetzt machen. Ich müsste erstmal diverse Sachen im AH verkaufen und das habe ich ja momentan noch nicht. Diesmal bin ich dem mal ausgewichen, tut mir leid, aber ich hatte gerade keine Lust, gesigned zu werden. Deswegen habe ich aus Versehen mal Vertrag der Resistenz genommen. Also Contract of Resistance. Resistance. Ja, Resistance. Genommen und einfach mal, um dem auszuweichen, weil mich das langsam ein bisschen angepisst hat, dass sie mich ständig meinen zu silencen. Das ist echt beschissen. Der hier castet das jetzt, deswegen stunne ich ihn. So, und dann machen wir weiter. Ja, es ist einfach nervig, gesilenced zu sein. So, machen wir den hier. Diesmal werde ich den wahrscheinlich mit dem Pet-Skill silencen. Also, shit, nicht silencen, ihr wisst schon. Stun. Aber ich glaube, ja, der ist zu spät rausgegangen. Da müssen wir beim nächsten Mal Mind Silence drüber machen. Geht aber auch. Ich muss es halt nur wissen. Also ich hatte darüber nachgedacht, ob der Stun eventuell vom Pet doch. Also der wird verspätet ausgeführt. Das wisst ihr ja alle schon. Solange wir das Pet braucht, um den Kopf nach vorne zu stoßen. Und wenn ich jetzt einfach. Ich weiß halt nicht, ob der Silence unterbindbar ist. Doch ist aber normalerweise jetzt spätestens der Cast käme und er hat es nicht gecastet, also ist es Silence unterbindbar und Quick Strike. Okay, das habe ich bisher, glaube ich, nicht bei ihm gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Daily angenommen habe. Wenn nicht, dann machen wir jetzt einfach den Mob, um ihn zu machen. Ich schaue immer wieder meine Buffliste an und ärgere mich immer darüber, dass ich hier Sympathic Mind nicht habe. Ich muss dringend nachschauen, woher es das gibt. Also ich habe. Wir hatten die Daily aktiv. Okay, perfekt. Ich suche gerade die. Da sind sie, okay. Da. Einer. Ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Level haben. Ganz ehrlich, das wird. Oh, ich habe eine Freundschaftsanfrage, habe ich gerade gesehen. Spiders. Ein SM-Tätowierer.
Tendiert mal bitte dazu, irgendwie eure YouTube-Irgendwas-Sachen dazu zu schreiben. Ich bin nämlich sonst hier und sitze hier so. Wer? Ich habe wirklich das Gefühl, grün ist dafür die falsche Farbe. Vor allem jetzt hier bei diesem Hintergrund. Man kann den Chat so beschissen lesen. Data-Tab-Option. Ich habe es gerade nicht gefunden. Ja, das ist definitiv die falsche Farbe. Wir stellen es mal auf so ein bisschen sanfteres Rot. Dann ist das zwar fast wieder Change. Da kommen gleich die neuen Nachrichten. Fast wieder wie das Default, nur ein ganz kleines bisschen stärker. Und dann muss ich später den Chat wieder umstellen, weil der Chat steht ja hier momentan auf dem auf Rot. Aber ich weiß nicht, dieses Grün. Ich habe so oft Probleme, das zu lesen. Hallo? Stirb. Wo habe ich eigentlich hier das hier? Sauro, Sauro, Sauro. Noxana. Ja, jetzt, das sieht schon, also ich meine, das hebt sich bei Weitem mehr ab. Aber finde ich das nur. Ich finde es angenehmer. BT Hard Mode, here to go. Hier sind wir nicht, also können wir da auch nicht mit. Schade, schade, schade. Das sieht schon cool aus, dieser Übergang von diesem Grünen zu diesem Roten im Chat, ne? Ach, toll, ich wollte ihm gerade silenzen. Mach mal Autotext. Übrigens, mir hat jemand gesagt, dass die Seals Schuhe, die wir uns letztens mal angesehen hatten, dass die keine Laufgeschwindigkeit drauf haben. Das ist scheiße. Aber letztendlich ist es eh egal. Ich weiß nicht mal, ob wir haben wir momentan. Haben wir, haben wir? Lass mal nachgucken. Auf denen haben wir momentan auch. Doch, haben wir. Haben wir Laufgeschwindigkeit, aber was bringt uns Laufgeschwindigkeit, wenn das einfach blöd ist? Also das, was wir anhaben. Und es geht ja wirklich nur darum, ich wollte mir Seals holen, falls ich wirklich sonst nirgendwoher vernünftige Stoffschuhe kriege. Ich habe noch nicht, ich hatte auch, glaube ich, gesagt, dass ich das auch mit Machtkampf noch vergleichen werde. Um zu schauen, wenn wir 65 sind, na, das ist Machtkampf echt nicht schlecht. Also zumindest als Übergang. Und weil wir noch nicht so mega viel Schaden fahren werden, ist es auch noch nicht so wichtig, dass wir keine Zornreduzierung haben. Also das werden wir dann spätestens dann langsam mit dem... Ach, ich muss hier Cutter laufen, WTF. Ich muss erstmal schauen, ob es irgendwelche Cutter-Gruppen gibt, die hier offiziell... Also offen suchen, nicht offiziell, sorry. Ah, wird ja jetzt... Das wird ja spaßig. Ja, also ich kann denen sagen... Zweiter ist, Mechanics habe ich drauf, bin schon mehrere Male, also mehrere Male jetzt mal in Anführungszeichen, ne, gelaufen. Hab nur auf dem hier zumindest das nicht wirklich, dass ich weiß, SM drückt Shots im Schaden, aber ich habe ja noch nicht mal die Stigmen und ich weiß noch nicht mal, ob ich genug AP zusammenkriege, um mir die ganzen Stigmen zu holen. Doch, klar, kriege ich aus der Veteranenbelohnung, das dürfte kein Problem sein. Ernsthaft, stirb. Das ist nämlich der Letzte. So, dann ist der tot. Da müssen wir hier die Quest abgeben. Das andere müssen wir dort abgeben. Und wir müssten jetzt nach dieser Quest definitiv das nächste Level erreicht haben. Kriegen sogar noch Energie der Rast darauf. Oder heißt auch Energie der Rast, ne? Ja. Danke sehr. Endlich wieder Kampagnen. So. Wir, da seht ihr sogar da. Also so, wir gehen jetzt nach Tier. Wie kommt man nach Tier? Viele, 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 viele laufen jetzt hier ganz unten rüber. Hier vorne kann man nämlich rüber zu Tier gehen. Und also, ich sag's mal so, wir werden das nicht so machen. Wir werden den ganz, ganz regulären Weg über den Teleporter nehmen. To be a Stigma. Moment. Ich glaube, da vorne ist eine Stigma-Quest. Könnte das sein? Wir werden mal vorbeilaufen und schauen, ob das eine Stigma-Quest ist. Wenn nicht, dann... Oh mein Gott, diese ganzen... Das hier haben wir auch noch. A new teacher ist das eigentlich. Werde ich jetzt erstmal drinnen lassen, aber... Aha. Ach, genau. Genau, bevor ihr meckert... Ich halte ja nicht viel davon, die Mana-Behandlung rein zu... Also, die Behandlung rein zu tun, weil ich jetzt schon denke, ach toll, ich weiß genau, dass ich sie später wieder rausschmeiße, weil ich keinen Platz dafür haben werde. Aber ich habe es jetzt mal reingetan, um euch den Gefallen zu tun. Mana, das hier wurde aufgewertet, das gibt uns jetzt mehr Mana. Wir können ja mal... im Vergleich zum anderen anschauen. Vorher haben wir 30% Schaden, 30% unseres maximalen Manas bekommen und jetzt bekommen wir 35% unseres maximalen Manas. Dann hat sich noch der hat einmal bitte nach oben sortieren. Vakuumglocke, das macht jetzt einfach mehr Schaden. Moment, kann ich euch sogar beweisen. Unter V wie Vakuum. Moment, da.
Das macht dir gerade. Also, es kostet mehr Mana, das sieht man, aber es macht. Ach, rund 10%, also ein bisschen weniger, 10% mehr Schaden. Und von daher, das ist vollkommen egal, dass es weniger Mana, mehr Mana kostet. So, haben wir es wieder sortiert. Ich wollte gerade einfach nur die Zeit überbrücken, wo wir hier zum Teleporter rennen. Können auf dem Weg direkt mal das Heillager-Dings mitnehmen. Dings ist immer die perfekte Antwort für alles, ich weiß. In Tier werden wir dann auch mal eben zum Lager gehen, weil ich genau weiß, dass das Lager, ja, ich weiß, wie mein Lager aussieht. Aber ihr wisst es wahrscheinlich nicht mehr, weil ich längere Zeit lang nicht mehr an meinem Lager dran war. Also ich glaube seit Level 40, 45, so um den Dreh, da habe ich das letzte Mal ordentlich was reingetan. Und dementsprechend sehen auch die Items wahrscheinlich da drin aus. Ich glaube, da sind viele Rollen drin, solche Rücksetzrollen, die ich wahrscheinlich niemals im Leben gebrauchen werde, wo ich mir überlegen muss, was ich mit dem mache. Vielleicht stelle ich sie einfach ins Sahara, aber. Mal gucken. Und da ist auch noch anderes Zeug. Wie gesagt, ich muss einfach mal schauen. Und ab zu Tiamaranta, denn hier der vorne, da kann man auch porten. Und ja, ihr müsst nicht unten rum. Ihr könnt hier ganz normal rüber porten. Es gibt wirklich welche, die wissen das nicht und da muss ich, dann schmunze ich immer wieder. So, Tia, die wunderbare Stadt, um zu handeln. Wir können sogar ins Auge. Nett, aber ich will nicht ins Auge, vor allem nicht bei PvE-Auge, vor allem nicht mit diesem Gear. So, dann gehen wir erstmal hier vorne hin. Und ihr seht es, ich habe ganz viel Zeug. Super. Die M-Bus 25er könnten wir bald mal sockeln. Wir haben ja eh nur Scheiß auf uns Sachen. Also hier sind ja M-Bus 22er drauf. Da ist gar nichts, da ist gar nichts. 22, 20, 23. Welches davon ist das 51er Zeug? Das sind die. Das muss ich noch irgendwann durchtauschen. Ich habe die Eventfedern ja immer noch nicht weggeschmissen, WTF. So. Yes. And you are ja, ich weiß, ich kann einfach nicht wegschmeißen. Ich will mich von solchen Sachen nie trennen. So, sortieren. Sorry, aber wir werden eh nicht wirklich da aktiv was machen mit. Die hier sind alle auch nichts wert. Das hasse ich. Jetzt ist das Item hier vorne verbuggt und ich muss mich erst wieder ausloggen, ehe ich es benutzen kann. Yeah! Logik. Packen wir erstmal den Rest wieder rein. Ich weiß, es ist Verschwendung. Ich könnte das auch für einen Kinder am Händler verkaufen, aber jetzt ist es zu spät. So, dann gehen wir am besten mal zur Kamp binden. Ich kann auch den Rest, den ich im Inventar habe, mal eben kurz ins Legidager geben. Ich meine, ich kann ja, glaube ich, als einzige Person. Ich habe mich selbst zum Deputy gemacht. Oh. Okay. Aber Deputy kann ja rein, also von daher. Pff. Ach, wann habe ich mich selbst zum. Ah, da sind die Hände. Ich wusste doch, dass ich die auf diesem Char bekomme. Oh, eins, ich nehme sie kurz wieder rüber. Ich wusste es, ganz ehrlich. Das war also. Boah, seriously? Ich wusste es wirklich, dass ich die habe. Packe ich erstmal hier die hier rein, dann brauche ich die da auf und dann brauche ich die da auf und dann. Ja, so das Übliche, ne? Ich hasse es. Ja, ich mache das gerade alles nur für euch, ne? Scheiß Sachen aussortieren. Ja, hat hier niemand anders sich dran bedient. Jo, war aber auch klar. Also, das denke ich mal, erwarte ich von den Leuten, dass sie nicht einfach so. Es kann ja eh nur Schmeidi. Und ja. Gut, wir gehen mal eben kurz die VZs verkaufen. Ich wusste irgendwie, dass sie zurückkommen. Ich fand die Preise auch unrealistisch, für die ich die reingestellt habe. Aber gut. Verkaufen wir mal die VZs. Sortieren. Und der unterste ist ein 123er. Also schaue ich mal, ob 122 aufwärts suchen.
Die sind alle so nah beieinander, das lohnt sich nicht, irgendwas aufzukaufen. Vor allem, wir haben kaum Kinder. Dann lohnt es sich erst recht nicht. Und wir müssen theoretisch unter den hier gehen. Dann machen wir jetzt für... Müssen wir kurz mal bei den 25ern plus schauen. Ja, müssen wir unter den 29er hier runtergehen. Und das müssen wir mit beiden machen. Also stelle ich den hier für... Warte, wie war der jetzt nochmal drin? 22, ne? Ja, 22. Für 21... 8999 und den anderen stelle ich für 9999. Ja, das Problem sind halt diese Leute, die dann, ne? Der hier ist teurer als der hier. Und ich werde den hier aber nicht aufkaufen. Von daher muss ich mich dementsprechend anpassen. Ja, ist egal, jetzt sind sie drinne. Hoffentlich gehen sie weg. Wäre echt schön. Kriegen wir nämlich hier auf dem Server ein bisschen sehr viel China. So, wir wollten zur Kampagne, denke ich mal. Ach, ich weiß aber ganz genau, was für eine Kampagne das ist. Ich glaube, da sparen wir uns zum nächsten Mal auf. Beim nächsten Mal seht ihr dann, wie Tia aufgebaut ist, also Tia Maranta. Ich wünsche euch bis dahin noch ganz, ganz, ganz viel Spaß und würde dann mal sagen, bis die Tage. Tschüss!